So, ein wunderschön herzlich willkommen. Ja, hatte ich ein bisschen was, ein paar Tage her seit der letzten Mindtest-Aufnahme, ne? Ich muss noch mal gucken, vielleicht mache ich das nicht, dass ich, also ich habe jetzt das letzte Mal, ja, ETS, dann ATS und jetzt Mindtest. Dass ich das denn doch lieber wieder so mache mit ETS, MyTest, ATS, MyTest, ETS, MyTest, dass die Lücken zwischen den MyTest-Folgen nicht immer so groß ist. Aber ich hatte halt in dem Moment einfach Bock auf ATS, von daher habe ich dann, ja, doch ATS gespielt. So, wir haben mal wieder ein bisschen was zu lesen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. Wo ist denn Screen? Das. Genau. Oh, passt sogar mit meiner Kamera ist genau hin. Ah. Genau, also genau, also hier erstmal die Kommentare. Roland hat geschrieben, dass ich natürlich schon alles erwähnt habe, dass es mit dem MV-Trafo wohl nur funktioniert, wenn der Last hat. Also, wir haben ja das Problem, dass uns nichts angezeigt wird bei dem Trafo, weswegen ich ja dachte, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und er meinte, dass es wohl nur dann funktioniert, wenn dort Last dran ist. Jetzt müssen wir mal gucken, weil bei unserer MV-Anlage müsste doch eigentlich dauerhaft Last anliegen. Jetzt unten durch die Anlage unten. Aber können wir mal speziell darauf achten, dass wir wirklich mal irgendwie was laufen lassen währenddessen. Genau. Hier Kiste, Grinder, da hat er noch ein bisschen Pufferung eingebaut. Da haben wir immer das Problem, dass mir hinter dem Grinder immer die Rohre wegfliegen. Dazu aber gleich noch was. Der Takt kommt bei mir durch eine Blinky Plant mit maximaler Frequenz. Wusste ich gar nicht, dass man das Ding auf 0 einstellen kann. Habe ich natürlich nie ausprobiert. So, dumm. Ansonsten meinte er noch, dass 3 Notebreaker für 7, mit 7,7 A. 7,7? Ach so. Mehrzahl von 7 ist ja 7. Genau, 7,7 arbeiten. Und müssen wir mal gucken. Bei uns rechnet das Verhältnis aktuell eigentlich relativ gut aus. Ne? Wir hatten, glaube ich, 4,7 und aber dafür nur 2 Notebreaker. Da ist hier übrigens noch von Thomas ein schöner Kommentar. Wusste ich natürlich auch nicht. Man kann die Tubes direkt in den Notebreaker anschließen. Das heißt, wir werden mal unsere Notebreaker ein bisschen umbauen, weil die stehen dafür, glaube ich, gerade falsch rum. Das heißt, wir werden diese Cobblestone-Generator-Maschine da umdrehen und dann die Tubes direkt da anschließen. Oder ich werde einfach mal gucken. Dann meinte er würde die Kohle mit dem Mese und dem Diamant vor dem Grinder rausfischen. Dazu komme ich auch gleich. Ja, hier mit den Upgrade-Slots muss ich gucken, ob ich das mache. Ich finde eigentlich die Bauart mit den Injektoren ganz praktisch, weil es halt auch, ja, weil ich damit halt genau sagen kann, da. Weil er meinte hier, dass wenn man mit diesen Upgrade-Slots arbeitet, also, dass die technischen Geräte wie die MV-Öfen und so selber die Sachen rausgeben, muss man irgendwie aufpassen bei der Ausrichtung und, ja. Wenn es nicht mal ganz logisch ist, dann ist mir das sowieso schon wieder viel zu viel. Ja, das hier ist ein guter Punkt. Ich würde das Zeug nur explizit so einen Grinder reinfiltern und nicht den ganzen Rest. Weil wir haben es ja aktuell so, können wir uns direkt bei der Anlage mal anschauen. Aber wir haben ja das quasi, das was in dem ersten Primärring nicht gebraucht wird, alles in die Grinder-Anlage geht. Und das ist natürlich absoluter Bullshit. Ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen draufgeschrieben. Die ich mir so rausgefiltert habe. Achso, wovon hier lang? Genau. Achso, genau. Hier, das ist dann mit seinen komischen Queries. Also die Dinger, die, diese Kisten, die da nach unten in den Berg bauen. Weiß ich nicht, ob ich damit arbeiten möchte. Vielleicht ja, auf lange Sicht. Mal gucken. Ich meine, wir können uns das ja mal hier noch draufschreiben, so. I don't know. Fragezeichen so, ne? Weiß man nicht, vielleicht machen wir es noch in langer Zukunft. Ich finde es so witzig, dass er dabei scheinbar auch Kartoffeln abbaut.
So, lalalala, gleich. Also ich kann es mal ein bisschen größer machen. So, mal ein bisschen größer hier, so, damit ihr es mal auch ein bisschen besser. Ne? Wobei ihr könnt ja den Kommentar unter dem Video auch anschauen. So, mal gucken, wo war ich genau da? Genau, automatisches Papyrus abbauen. Haben wir derzeit, glaube ich, nicht die Verwendung für, weil wir haben ja eine Papyrus-Farm und die reicht eigentlich erstmal aus, so. Ja, da hatten wir jetzt noch keine Not, beziehungsweise wenn wir Not hätten, dann gibt es ja auch Flächen, wo kommt, also wilde Flächen, sag ich jetzt mal, wo ganz viel Papyrus wächst, die wir schon gefunden haben, wo wir auch nochmal ein bisschen abbauen könnten. Könnten wir also bauen, aber steht jetzt bei mir erstmal nicht auf der Agenda mit dem Papyrus. Mit dem Compressed Cobble ist ja bei uns erstmal gar kein Thema, da unser Cobble komplett verwendet wird, ne? Das heißt, das fällt bei uns auch erstmal weg. Ja. Genau, ansonsten haben wir rausgeschrieben, wie gesagt, wie viel werden wir gucken mit den Pipes direkt in die Notebooker ranbauen. Die Baumfarm bei meinem Gebäude werde ich abbauen, das Ding bringt nichts. Wir werden auch mal gucken, dass wir ein bisschen mehr Energie holen, dass wir die Wasserkraftwerke unter unserem Boden wieder in Betrieb nehmen oder zumindest irgendwo anders neue Wasserkraftwerke bauen, die nicht so nah bei unserem Haus sind und deswegen immer so, ja, so einen Lärm machen. Die beiden Sachen sind eigentlich schon wieder hinfällig, weil, ja, ich habe vor, meine gesamte sekundäre Anlage umzubauen. Das hat vor allem einen großen Hauptgrund, warum bin ich hier als Worker drinne? Ist doch das, ist doch recht, Recalling, ne? Ja, ist richtiger. Mal. Wollt ihr vielleicht irgendwas nachschauen? Als Wolke? Kann das sein? So. Ja, let's go. So, kommst du mal wieder in Vollbildmodus hier? Und dann muss ich mal gucken hier. Genau. Ach. Das war ja hier. Wir brauchen ja den anderen Server. Wieso war ich da mit meinem. Was haben wir denn zuletzt gemacht bei meinem Let's Play? Eigentlich habe ich die Passwörter ja so geändert, dass ich jetzt überall das gleiche habe. Also, nicht für alle Konten, sondern aber auf allen Servern. Also, auf allen meinen Servern habe ich bei Ronix jetzt das gleiche Passwort, Worker habe ich jetzt überall das gleiche Passwort, weil es war mir einfach irgendwann zu blöd. Mal überlegen, warte kurz. Ja, doch, müsste richtig sein. Irgendwas, ja. Jetzt habe ich gerade wieder über das alte Passwort nachgedacht. Gerade drüber gesprochen. So, warum so? Achso, weil ich hier noch im Fenstermodus bin. Im Bildschirmmodus. Ich muss in den Fenstermodus wechseln. So. Ah, schon. Performance. Genau. So, hier, das ist ja mein primärer Kreislauf. Und wie gesagt, hier wird erstmal alles das, was ich brauche, wird mit Rot weggefiltert. Dann kommt wieder hier die Anlage. Und alles andere geht halt nach Schwarz. Was, naja, eigentlich total behindert ist, weil dadurch, dass ich ja hier auch die Filteranlage, also die Anlage dran habe, die Sachen einsaugt, wird auch alles, was eingesaugt wird, auch noch da geschickt. Und hier hinten wiederum habe ich überhaupt keine Filterung. Das heißt, alles wird versucht, irgendwie zu verarbeiten. Und das ist natürlich eine Katastrophe vom Feinsten. Und noch ein Problem. Die Anlage hier habe ich ja irgendwie gebaut mit dem Hintergrund, dass ich die Sachen hier wegnehme. Also, dass die Kisten, die jetzt da oben sind, hier vorne waren. Deswegen habe ich dann ja letztens dann noch schnell diese Rohre rangebaut, damit es dann nach oben kommt. Das Problem ist, dadurch, dass das ja hier gar nicht gebraucht wird, brauche ich die Dinge auch nicht hier so im freien Zugriff, sag ich mal. Dann kann die ganze Scheiße ein bisschen weiter vergraben. Wie gesagt, hier vorne mit der Anlage bin ich auch nicht zufrieden, weil hier halt Puffer fehlen, vor allen Dingen.
Ich habe so ja am Anfang immer ein bisschen Puffer, aber ich am Ende zum Beispiel ist überhaupt kein Puffer. Wobei ich auch gar nicht wusste, dass ich hier einen brauche. Weil eigentlich alles, was hier rausgeht, müsste eigentlich direkt verarbeitet werden können. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich überhaupt einen Puffer brauche. Aber wenn die Anlage eine Weile lief, während keiner da war, ist das Ding immer gestorben. Ja. Dementsprechend, genau, wird das alles hier, werde ich das komplett abbauen und nochmal komplett neu aufbauen. Mit dem Hintergrund, dass die ganze Scheiße nach da oben kommt. Also, wie hier unten platzmäßig machen können, was wir wollen. Und ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich hier einen zweiten Kreislauf mache. Also, genauso wie wir hier einen Primärring haben, werde ich dann hier einen Sekundärring aufbauen, der dann für die Arbeiten hier zuständig ist. Wie wir das genau machen, mal gucken. Aber das ist erstmal so mein Plan. Das heißt, warum haben wir so Steine hier drin? Warum haben wir ja noch mehr Steine? Alter, was ist denn? Lol. Ja, Ordnung und so. Ich habe übrigens die Anlage hier erstmal unterbrochen. Ich habe das Ding irgendwo reingepackt. Ich weiß nur nicht mehr wo. Habe ich das überhaupt reingepackt? Oder habe ich es einfach nur geklaut? Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass die Anlage immer zerbricht. Und natürlich auch feine Leute. Leider. Was halt cool wäre, ist Schalter, die protected sind. Dass nur derjenige, der Zugriff auf dieses Kackding hier hat, also auf die Area, dass nur der die Schalter bedienen kann. Warum gibt es sowas nicht? Ja. Weil wie gesagt, da hatten irgendwelche anderen Leute das Ding halt, als sie vorbeigelaufen sind, eingeschaltet und dementsprechend dann ist die Anlage hier gelaufen und gelaufen und gelaufen und hat sich natürlich überarbeitet. Und wie gesagt, dann ist immer das Ding hier zerbrochen. Und das war halt nicht so geil. So, wenn das Ding zerbricht, ist nicht schön. So, wir werden, wie gesagt, das allererste Mal alles abbauen. Das wird ein Spaß. Erstmal gucken, ob überhaupt alles leer ist. Weil ist das hier so dunkel oder ist das draußen einfach nur schon wieder viel zu hell? Ich mach mal kurz meine Bildschirme heller. Ja, schon besser. Ein Glück haben meine Bildschirme 400 Nits. Gut, das ist alles leer. Ist auch alles leer. Dann sollte ja dem Vorgang, alles abzubauen, nichts entgegenstehen. Achso, da hier könnte noch. Ja, genau, hier ist. Die Dinger könnten noch gefüllt sein. Ey, lass mich raus. Ich bin Arzt. So, dann schmeiße ich die Sachen einfach um erstmal in die Kiste. Hey. Hier dürfte eigentlich nichts verloren gehen, weil die Sachen sind ja alle nur symbolisch. Ne? Hier kriege ich sowieso nichts zurück. Wenn ich Sachen abbaue, genau, kriege ich nichts zurück, weil es hier bloß symbolisch. Genauso wie man ja, wenn ich jetzt hier die 4 Stück habe und hier was reinpacke, auch nichts verloren geht. Von daher ist das erstmal egal. Aber das, was hier im Puffer, im Eingabepuffer ist, das muss ich halt noch rausfischen. Wobei müsste ich eigentlich nicht. Eigentlich, wenn ich die Dinge abbaue, müsste es automatisch rausfallen, soweit ich weiß. Ach nee, ich kann sie gar nicht abbauen. Okay. So. Gütchen. Dann packen wir die Sachen mal oben rein. Warum kann ich nicht rennen? Achso, weil ich schon wieder am Hungern bin. Und warum bin ich am Hungern? Ich habe so viel Brot dabei und verhungere ich hier. So. Ach ja, und was auch noch, gerade komplett vergessen, was Roland geschrieben hatte. War gleich einer der ersten Sätze, habe ich komplett vergessen vorzulesen. So. Einen Sortierknopf gibt es bei den höherwertigen und auch größeren Chests aus Metall. Ich hatte immer so gehofft, vielleicht die Leute, die 7 Days to Die spielen, I don't know, die kennen vielleicht diese Sortierfunktion bei den Kisten. Oder auch, dass man automatisch Sachen rüberschieben kann. Ich meine, das gibt es jetzt hier nicht, dass man automatisch Sachen rüberschieben kann. Aber zumindest, dass man die Kisten sortieren kann. Das gibt es wohl tatsächlich bei diesen Metal-Kisten hier.
Nein. Nein. Hier bei den Dingern. Da haben wir. Ach so, Iron. Eisentruhe, nicht Metalltruhe. Okay. Genau, bei denen gibt es wohl, oder das, was halt danach kommt, die beide hier, oder die beide hier, da gibt es wohl eine Sortierfunktion. Ob wir die jetzt bauen werden, weil die sehen schon arg hässlich aus. So, gucken, vielleicht wollen wir sogar die Dinger hier. Wait, nee. Achso, ist er hier gar nicht in der Tierorder. Sondern wir müssen gucken. Ach so, da sind die niederwertigsten. Ah. Ja, okay, das ist das niedrigste Glied in der Nahrungskette. Das heißt, alle anderen haben dann auch diese Funktion. Okay. Genau, die basieren dann darauf. Die basieren dann darauf. Gut, das heißt, ja, dann brauchen wir also für die Kisten immer... Ja, du brauchst natürlich alle Sachen, die auch davor kommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Silberkiste machen möchte, brauche ich auch Kupfer und geschmiedetes Eisen, ne? Nee, Gusseisen. Ja. Das heißt, ich brauche 8-mal Gusseisen, 8-mal Kupfer und 8-mal Silber für eine einzige Kiste. Ich meine, eigentlich ist das absolut aktuell überhaupt kein Problem mehr. Jetzt haben wir ja massig davon, so, däh. Aber, ja. 150 Mesekristalle. Und gerade bei 5 Diamanten. Aber gut, wir müssen jetzt unten massig viel, viel mehr davon haben. Mal gucken, was in unserer Anlage drin ist. Wie gesagt, dadurch, dass jetzt auch zwischenzeitlich lief, also während ich gar nicht on war, weil der halt von anderen aktiviert wurde, ist natürlich jetzt die Frage, über welchen Zeitraum das gesammelt wurde, aber guckt euch diese Scheiße hier an. Eigentlich bräuchte ich mir die Anlage gar nicht mehr. Ich könnte einfach eigentlich alles abbauen und das würde bis ans Ende meines Lebens reichen. 45 Diamantenblöcke. Leute, ist euch eigentlich klar, wie viel das ist? Digga. Das ist nicht gut. Das müssten... Oh, jetzt muss ich rechnen. 450 mal 10 sind 450. Was laber ich? 45 mal 10 sind 450. Minus 45 sind 405. Das heißt, 45 mal 9 müssten 405 sein. Ne? Einfacher Kindergarten rechnen. Oder das Kindergarten einmal 1. Wenn man Sachen mal 9 rechnen möchte, einfach mal 10 minus 1 rechnen. Für die es noch nicht wussten. So. Genau. Ja, also 405 Diamanten haben wir jetzt. That's not bad at all. That's not bad at all. Das ist krank. Hier mit den vier Farben. Optisch schon sehr geil. Ja. Die Dinger werden wir übrigens bald auch mal brauchen. Ich habe nämlich... Achso, habt ihr schon gesehen, ne? Neuer Standort, ein zweiter Standort möchte ich aufmachen. Also raus aus dieser Base hier. Wir werden aber die Base hier behalten. Und wie gesagt, einen zweiten Standort eröffnen. Ich weiß sogar schon wo, aber das wird eine lange Bauarbeit. Und da werden wir die Dinger hier gut brauchen, weil ich möchte nämlich zwischen dem Standort hier und dem neuen Standort einen Tunnel bauen. Und da wird das Ding hier Gold. So, wir brauchen das Ding, wir brauchen das Ding und dann bauen wir mal die ganze Anlage ab. Let's go! Doink. Ich habe jetzt schon Angst. Oh, das wird Katastrophe werden. Ja, da oben, deswegen möchte ich auch umbauen. Ich möchte nicht, dass es einfach nur rein und dann da drin rumtrudelt, bis irgendwann mal einen richtigen Spot findet. Weil da ist mir auch ab und zu direkt dieses Eingangstee, diese Eingangskreuzung ist mir auch schon ab und zu weggeknallt. Ich weiß nicht wirklich warum. Weil eigentlich sollte es da oben gar nicht zu einer Überlastung kommen können. Aber hey, es ist passiert. Von daher werden wir wohl auch das umbauen müssen. Genau, mit Track nämlich alles wesentlich schneller. Lal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 a. So. Kann ich alles gleich von hier abbauen. Wie gesagt, wir werden erstmal hier die Anlage umbauen und dann werde ich, wenn die Anlage hier steht,
Will ich dann mal gucken, dass wir hier die Anlage umbauen. Wie gesagt, das Ding hier wahrscheinlich einmal rum. Also entweder das Ding einmal rumdrehen, sodass die Rohre direkt, da wo jetzt das Gestein ist, wenn denn die Northbreaker, direkt an den Northbreaker rangehen können. Oder aber, ich meine, wir haben ja hier hinten noch sehr viel Platz, dass wir einfach mit dem Rohr hinten lang rumgehen und dann einfach hier von hinten kommen. Müssen wir mal gucken, weil das Problem dabei ist halt hier, dieses Mesekon belegt aktuell den Platz, den die Pipes benutzen. Jetzt kann man das Mesekon aber natürlich auch einfach auf den Boden stellen, also so hier. Das heißt, es sollte auch so funktionieren. Muss mal gucken, ne? Also, wir haben Optionen, ne? Nur, dass ihr da schon mal wisst. Aber wie gesagt, das kommt erst später. Eigentlich kann ich das jetzt gleich machen. Was labe ich hier eigentlich? So, wir haben eigentlich bloß das, dieses eine Rohr, ne? Dieses 3-Vakuum-Tube. Mehr Vakuum-Tubes haben wir hier gar nicht mehr. Oh, passt doch. Das heißt, das muss ich natürlich, das wird natürlich ein super Spaß werden. Ich komme jetzt gar nicht ran, aktuell. Ach doch, ich komme nicht auf ran. So, das heißt, wir brauchen... muss ich überlegen. Eigentlich... Hier geht das Ding in die Richtung. Das ist jetzt Bullshit. Weil ich kann das Rohr... Oder ich baue hier rein. Ja, so geht's. Genau. So, jetzt sollte alles wieder richtig funktionieren. Das hier kann nur in die Richtung, weil der ist geblockt. Genau, da ist nur Blauausgang und das, was da rein kann. Ja, sollte funktionieren alles. So, und dann kann nämlich das... muss ich mal kurz überlegen. Gehe ich gleich hier hoch? Oder... Nee, das sieht blöd aus. Achso, ja, siehst du zumal, dass sich dann dort da auch hier verbindet, was noch blöder aussieht. Das heißt, wir machen das Ganze erstmal hier wieder Glas machen. Auch wenn es da nicht gebraucht wird, aber hey, egal. So, und jetzt können wir nämlich hier... Bup, bup. Tralala. Yeah, hey. Oh, dann sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Nice. So, haben wir schon mal das. Okay. Warum ist hier irgendwie so dunkel, sag mal? Die Ecke hier, die Ecke hier ist echt nicht gut ausgeleuchtet. Haben wir da auch noch was drin? Oh! Die Dinger habe ich komplett vergessen, hier, die beiden. Ah, okay, der ist sowieso der. Man geht das schnell hier. Gut, die Spitzhacke brauchen wir gar nicht, sehe ich gerade. Wir können ja alles mit dem Schwert abbauen. Ich meine, wir könnten auch alles mit der Hand abbauen, aber mit dem Schwert geht es wesentlich schneller. Ah, die stimmt, die Dinger, da brauchen wir die Axt. Ganz vergessen. Weil ich jetzt aufpassen muss, dass ich hier nicht die Wand kaputt mache, außerdem. Die ist leer. Ah ja, hat man auch nachgeguckt. Ich fühle mich heute so vorbereitet. Was ist denn los mit mir? So kenne ich mich ja gar nicht. Ach, ja genau. Ich so, und das ist halt das Problem. Der hier saugt halt alles ein, was in diese Anlage gesogen wird. Und das ist halt deswegen, also. Da hat der Kommentarschreiber, wie auch immer von dem Band das jetzt war, schon recht, dass es hier mit der Anlage, also hier mit dem, dass einfach alles, was unbekannt ist, hier nach geschickt wird, blöd ist. Ich meine, wenn wir jetzt hier den Sekundärkreis aufbauen, wird das kein Problem sein. Weil dann können wir auch da wieder, so wie hier, alles einfach rausfiltern, was die Anlage nicht mag. Aber, ja, wie gesagt. Das kommt ja erst jetzt. Davor hatten wir das noch nicht. Das heißt, davor war es dumm. So, ist hier eigentlich irgendwas dran? Weil ich würde ansonsten die Anlage auch erstmal hier abbauen. Wobei, eigentlich kann ich es hier gleich dran lassen. So, jetzt ist der Raum wieder jungfräulich. Das heißt, jetzt können wir anfangen, den großen Kreis zu bauen. Zuallererst, wir brauchen Sorting Tube.
Die Frage ist, ich würde am liebsten ich geh direkt hier vorne ab. Das heißt, hier kommt die erste Shooting Top, Sorting Tube. Und die ist nämlich gleich dafür verantwortlich, dass hier vorne gleich Kupfer, Diamant, Mese und Kohle abgreifen. Und dann würde ich denn, so brauchen wir hier vorne drei Felder. Das heißt, mit dem Kreis würde ich dann genau hier beginnen. So, und der Kreis ist jetzt wie folgt. Wir sind ja hier im Uhrzeigersinn, ne? Das heißt, ich würde auch einfach bei dem Kreis auch im Uhrzeigersinn arbeiten, wo es einfach optisch schöner ist. Das heißt, bei dem. Ich meine, wir haben ja bisher auch so gearbeitet. Wir können also einfach jetzt hier so arbeiten, dass wir hier mit den Dingern arbeiten. So, geht halt auch. Haben wir bisher auch gemacht. So, dann ist das nämlich hier der große Kreislauf des Lebens. Und hier. Eigentlich brauche ich dich gar nicht, sondern ich kann direkt hier damit rangehen. So, genau. Keine Diamanten? Nani? Oh mein Gott. So, wir brauchen dich. Eigentlich bräuchte man eigentlich einmal alles, ne? Wobei, die andere Sache habe ich unten. Ich nehme nur noch mal einmal Kohle mit. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt kommt's. Achtung, jetzt wird's hässlich. Du. Ach nee, ich brauch noch eine Lücke, weil ich muss ja hier abgehen. Ah, never mind. Okay, dann kommst du noch da und du kommst nach da. So, dann kommt nämlich hier so ein Ding und da so ein Ding. Und vor den Dingern kommen jetzt direkt diese Crafting-Dinger. So, richtig, so. Wo ist hier vorne, wo ist hier hinten mit den Dingern? Ich verstehe das nicht. Oder kann man die einfach beliebig anordnen? Ja, stimmt, macht schon Sinn, genau. Die Dinger nehmen einfach an, egal aus welcher Richtung etwas kommt. Und rausgezogen wird es ja der mit den Dingern hier. Nach da oben. So. Okay. Jetzt kommt es nämlich, jetzt kommt es ganz dicke. Hier. Da. Rot und schwarz, genau. Das heißt, alles andere ist erstmal aus. Müsste ich eigentlich nicht machen, aber mache ich schon mal gerne. So, schwarz kommt alles, außer die Sachen, die wir brauchen, die kommen bei Rot. Also du einmal und du einmal. So, die Sachen gehen jetzt nach Rot. Und hier werden sie jetzt verteilt auf Rot, Weiß und Schwarz. So, das heißt, bei Weiß nehmen wir die Diamanten. Bei Rot das Mese. Und bei Schwarz die Kohle. So. Hier ist genau Diamanten. Dann kommt hier Mese. Was mache ich hier gerade für ein Muster? Hä? Gut, das hat gut funktioniert. So. Warum packe ich jetzt immer auf einen neuen Slot? Bin ich eigentlich krank? Bin ich eigentlich dumm? Was ist denn los mit mir hier gerade? Leute, versucht doch mal nachzudenken. So, bist du? Anlage fertig. Yay, ab nach Hause. Genau, das heißt, das ist schon mal der erste Schritt von 10.000 ungefähr. Und jetzt kommt hier der große Kreis. Und bei dem Kreis, da muss ich gucken, wir brauchen wahrscheinlich wieder eine Tiefe von 2.
Das heißt, so müsste das reichen. Dann haben wir immer auf der einen Seite die Bauteile, die das Ganze machen, und auf der anderen Seite diese Stackwise Injectors. Die haben wir auch immer nur zwei, ne? Genau. So. Und hier wird es jetzt spannend. Wir brauchen die beiden Sachen auf jeden Fall wieder. Oh, muss ich gucken, wie muss man mit Dinger machen? Die muss doch sogar speziell rekrutiert sein. Ach so, okay. Für mich guckenderweise. Also, so. So, Schleifmaschine. Schleifmaschinen leben länger mit Karl, was? So. Bam. Problem ist jetzt natürlich bei den Dingern. Müsste ich jetzt hier alle Sachen reinsetzen, die das Ding verarbeiten soll. Wobei, muss ich? Ich könnte auch mit einem kleinen Trick arbeiten. Ich nehme einfach hier die so. Das ist jetzt natürlich. So, dann mache ich jetzt hier zum Beispiel so und hier ein so. Oh, das ist. Nee, es wird nicht. Da brauche ich eine Lücke zwischen den beiden. Brauche ich? Ja, ich brauche. Hey. Du kommst noch da. So, die Systematik ist nämlich jetzt folgende. Wenn ich jetzt hier ein Rohr, da ein Rohr raufsetze und hier ein Rohr raufsetze, kann ich nämlich jetzt hier Folgendes machen. Ich kann sagen, hier bitte alles nach blau. Ja, blau. Und jetzt kann ich nämlich hier sagen, ich möchte manche Sachen nach blau filtern. Die werden hier nach blau geleitet und hier einfach durchgeleitet. Und ich kann manche Sachen bei grün reinpacken. Die kommt dann nach oben und werden auch hier nach reingeleitet. Der Hintergrund dabei ist ganz einfach, dass ich damit in eine Richtung effektiv nicht nur 6 Felder habe, sondern halt 12 Felder habe. Und 12 Felder sollten reichen, oder? So viele Sachen dürften es ja nicht sein. Problem ist halt dadurch, dass hier, wenn ich die jetzt direkt ineinander bauen würde, die auch quer verbunden wären, würde es dann extremes. Wobei, ja doch, genau, hier oben würde es Chaos geben, weil sich ja die Rohre hier oben auch miteinander verbinden und das würde nicht funktionieren. Dann hätten wir hier sowas. Das wäre ein Chaos. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall eine Lücke dazwischen. Das klappt also so ganz gut. Okay. Dann haben wir den Kreislauf an sich schon mal fertig. Das heißt, jetzt brauchen wir hier hinten. Da habe ich auch dieses Hotting Tubes genommen, ne? Genau. Weil es einfach ist. Einfach. Wir brauchen definitiv mehr Sorting Tubes. So. Ja, wir brauchen jetzt schon mehr Sorting Tubes. Was brauchen wir denn für die Dinger? Ach, Mese. Oh, da haben wir zum Glück mehr als genug. Und Dinger. Und da brauchen wir Kunststoffplatten. Kunststoff müssen wir ganz viel haben. Da haben wir letztens erst den ganzen Arsch voll gemacht, ne? Nee, falscher Raum. Hey. Was mit du? Ich bin Arzt. Haben wir nicht ganz viel Kunststoff gemacht? Gut, dann werden wir nächste Folge erstmal Kunststoff machen. Gut. Dann hätten wir das ja auch damit geklärt. Genau. Bis dann.